In einem unglaublichen Kraftakt haben wir es geschafft, die vierte Nacht in Creepy Nights at Freddy's zu besiegen. Nun kann man sich natürlich fragen, was ist noch schwerer als so eine extrem schwere Nacht? Was ist noch schwerer als so ein extrem schweres Level? Nun ja, die Antwort darauf ist einfach, das nächste Level oder die nächste Nacht. Und wie ihr bestimmt schon richtig geraten habt, Freunde, werden wir in der heutigen Folge die fünfte Nacht von Creepy Nights at Freddy's spielen. Und ich kann euch sagen, das wird nicht gut ausgehen. Hey Freunde und Damen, herzlich willkommen zurück bei eurem QLV und endlich wieder herzlich willkommen zurück zu Creepy Nights at Freddy's mit der fünften Nacht. Nacht Nummer 5. Wir haben für diese extrem schwierige Nacht Nummer 4 schon so lange gebraucht. Und ich weiß wirklich nicht, ob wir Nacht 5 schaffen werden, Freunde. Ich kann es euch nicht versprechen. Es kann wirklich sein, dass wir so unglaublich lange dafür brauchen würden, dass ich die fünfte Nacht nicht schaffen werde. Ich werde natürlich mein Möglichstes probieren, Freunde, aber es wird schwierig. Ich hoffe natürlich, ihr supportet das Ganze und gebt dem Video einen Daumen nach oben, Freunde. Richtig cool wäre es, wenn wir auf dieses Video 1000 Daumen nach oben schaffen. Das wäre mega, mega nice. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls du nicht gemacht hast. Na. Okay, Freunde, und wir starten jetzt natürlich direkt rein in die fünfte Nacht. Ich werde wirklich alles geben, Freunde. Ich werde versuchen, so gut wie möglich das Ganze hier über die Bühne zu bringen. Es wird schwer, ich weiß, aber wir werden es schaffen. Wir werden es schaffen. Aber wer ruft jetzt hier an, Freunde? Hat es den Typen nicht in der letzten Folge erwischt? Warte mal. Ah, ja. Ja, ja, natürlich. Aha. Ja. Okay, Freunde, das war ein extrem netter Anruf, den wir da gerade hatten. Bonnie scheint schon unterwegs zu sein. Chica glaube ich noch nicht. Wir versuchen das Ganze jetzt einfach wirklich... Ich versuche einfach dieselbe Taktik anzuwenden, wie ich am Ende in der vierten Nacht angewendet habe, als wir es endlich geschafft haben. Ich versuche einfach maximale Energie zu sparen, ja. So viel Energie zu sparen wie möglich, damit wir später noch ganz entspannt hier in unserem Häuschen sitzen können, wenn die Animatronics kommen und uns angreifen wollen. Alles klar, Foxy ist schon fast auf dem Weg. Das ist nicht gut. Das ist definitiv nicht gut für uns. Okay, warte. Wen höre ich denn da? Ich habe Steps gehört. Hä? Freunde, keine Ahnung. Ich habe gerade Steps ganz nah gehört. Ich weiß nicht von wem. Okay, Bonnie kommt. Bonnie kommt. Warte. Okay, ich mach zu. Ey, sind die schneller geworden? Bonnie sah gerade auf jeden Fall... Oh! Foxy hat schon angegriffen. Okay. Also auf jeden Fall Foxy öfter checken. Okay, Leute. Okay, Leute, wie viel Uhr haben wir eigentlich? Warte, ich kann mich jetzt nicht umdrehen. Ich muss kurz warten. Oh, sie geht. Glück gehabt. Okay, wir haben Freddy lachen gehört. Also aufpassen. Sobald Freddy hier im Gang ist, mache ich die Tür definitiv zu. Das tue ich mir nicht an. Okay, wie viel Uhr haben wir? Wir haben gerade mal eins. Gerade mal eins. Und wir haben 11% verbraucht. Wo ist denn Freddy? Ah, da hinten. Okay. Chica kommt jetzt hier runter. Alles klar. Bonnie ist weg. Okay, warte. Wenn Chica jetzt kommt, muss ich sowieso zumachen. Egal, ob Freddy da ist oder nicht. Okay. Wir haben gerade jetzt eigentlich schon einen fast zu hohen Energieverbrauch, muss ich sagen. Also in den anderen Folgen war es besser, muss ich sagen. Da habe ich... Nein! Nein! Ich habe nicht auf Bonnie geachtet. Holy shit. Oh mein Gott, also das erste Mal, dass Bonnie ins Büro gekommen ist. Freunde, auch wenn wir jetzt gerade natürlich so kläglich draufgegangen sind, ich werde mich natürlich der fünften Nacht nicht so einfach geschlagen geben. Wir machen natürlich noch einen Versuch. Und vermutlich auch noch einen Versuch. Und wenn es scheiße läuft, dann machen wir danach auch noch einen Versuch. Danach wahrscheinlich auch noch einen. Okay, Chica wird jetzt gleich auch hier runterkommen. Ich weiß leider nicht genau, ab wann Freddy aktiv ist. Alter, bei Bonnie ist schon wieder die Tür so weit offen. Holy shit, das heißt... Bonnie, ja, ich meine, Foxy wird gleich schon angreifen. WTF. Dass das viel so schnell ist. Oh, Chica kommt. Mach ich schon mal zu. Okay. Ich weiß leider nicht genau, ab wann Foxy angreift. Wie gesagt, es ist unglaublich schwer, das auf der Kamera wirklich zu deuten. Weil man einfach nichts sieht. Man sieht einfach nichts. Man kann nicht sagen, jo, Foxy wird jetzt gleich kommen oder so. Ich meine, gut, Foxy wird gleich kommen, aber wann genau? Oh, hi, Bonnie. Ich glaube, die Animatronics sind schneller. Entweder kommt mir das nur so vor, aber ich glaube, sie sind schneller. Ich glaube, die sind tatsächlich schneller unterwegs als vorher. Hi. Hi. Oh, okay, Foxy hat angegriffen. Alles klar. Easy. Machen wir zu. Okay, Bonnie.
Geht in die Ecke, dann mache ich hier auf. Immer wenn die Animatronics auch in den Ecken stehen, mache ich jetzt übrigens die Türen auf, um Energie saven zu können. Weil jedes Mal, wenn die da stehen, greifen die mich nicht an und ich kann in der Zeit schön Energie saven, indem ich einfach dann halt die Tür aufmache. Ist ja ganz logisch, ne? Wir brauchen wirklich viel, viel Energie am Ende, um das Ganze überleben zu können. Hier können wir jetzt auch nochmal aufmachen. Hier, warte mal, Foxy. Ist noch zu, okay. Freddy ist jetzt aber scheinbar unterwegs. Er hat gerade sein Dumm-Dumm-Dumm gemacht. Das ist nicht gut. Mach hier mal wieder auf. Okay, keine Ahnung, wo Freddy ist. Digga steht hier schön in der Ecke rum. Oh, boah, das war knapp. Boah, das war knapp. Okay. Oh, oh, Foxy kommt gleich wieder. Oh, oh. Oh, oh. Freunde, Foxy kommt gleich. Wir müssen... Warte, ich mach hier zu. Ich mach hier zu. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Alter, wir haben erst 1:30. Wir haben 1:30 und schon 25% Energie verbraucht. Das ist viel zu viel. Das ist viel zu viel, Freunde. Oh je, das wird... Ah, das wird nichts, glaube ich. Okay, ich mache hier mal wieder auf. Aber Foxy wird gleich runtergerannt kommen. Oh, Mann. Oh, Foxy kommt, glaube ich. Oder? Nee. Habe ich falsch geguckt? Doch, oder? Nee, ist noch da, ist noch da. Ist noch da. Wie sieht's hier eigentlich aus? Hier ist safe, oder? Jo, easy. Okay. So, Foxy checken. Alles cool. Wir haben 69% und gleich 2 Uhr. Der Energieoutput ist gerade ziemlich hoch. Es geht noch. Es könnte schlimmer sein, aber es ist eigentlich zu hoch. Okay, Freddy ist jetzt hier im Gang, Freunde. Ich muss sie zumachen. Ich muss sie zumachen. Hier kann ich aber aufmachen. Obwohl... Oh! 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 Das war knapp. Das war... Oh, Foxy ist auch da. Foxy klaut uns natürlich ein bisschen Energie, Alter. Wir haben 63% und jetzt erst 2 Uhr. Das ist ein verdammt hoher Energieverbrauch, den wir gerade haben. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir werden das nicht schaffen, Freunde. Die fünfte Nacht ist wirklich extrem, extrem... Oh, oh. Auf jeden Fall nicht einfach. Ich weiß wirklich nicht, ob wir das hinkriegen. Ich glaube nicht. Oh, jetzt ist Chica auch noch hier drüben. Hier ist Bonnie. Alles klar, warte, ich mache hier zu. Oh, nein. Oh, 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 oh. Das wäre fast schief gegangen. Hey, Chica geht wieder. Das heißt, ich kann ihn wieder aufmachen. Alter, Foxy steht schon wieder in den Startlöchern. Foxy wird mich gleich wieder angreifen. Oh, je. Oh. Freddy ist jetzt, glaube ich, hier in der Ecke auch noch. Oh. Oh, da kommt Foxy. Nein. Nein. Oh, warte, ich kann... Oh. Ich kann ihn blenden mit meiner Taschenlampe. Das wusste ich gar nicht. Oh, nein, Bonnie. Oh, nein, du kommst hier nicht rein. Du kommst... Nein, 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 raus. Du hast keine Eintrittskarte. Das haben wir so nicht besprochen. Wo gehst du hin? Wo ist Bonnie hin? Ist sie noch vor der Tür? Ja, okay. Alles klar. Alles klar. Haben wir das auch geklärt. Okay, warte, ich mache nochmal auf. Foxy checkt. Oh nein, er hat seinen Vorhang aufgezogen. Oh, oh nein. Wow. Alter, okay. Das, oh, Foxy ist schon da. Holy shit, Freunde. Okay, okay. Und wir haben noch nicht mal 1 Uhr. Okay, doch, wir haben 1 Uhr. Aber wir haben schon 15% Energie verbraucht. Wow, das hat sich ja gelohnt. Alles klar. Ist, oh, oh, Bonnie ist schon... Ah, Bonnie geht weg. Okay. Die geht wieder hier in die Ecke. Okay, dann machen wir nochmal auf. Schön die Vorhänge checken von Foxy. Oh je, Leute. Die fünfte Nacht ist wirklich extrem schwierig. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube wirklich nicht, dass wir das schaffen werden. Beziehungsweise, dass ich es schaffen werde. Von euch wird es bestimmt einer schaffen. Ihr seid ja alle so Fnuff-Cracks, Leute. Ihr seid da richtig gut drin, glaube ich. So wie manche von euch jedenfalls kommentieren. Aber ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Oh je. Wir haben... Oh, Bonnie, hi. Nein. Bleib bloß schön. Oh nein, nein, nein. Bonnie war gerade in der Ecke. Ich wollte Bonnie gerade sagen, dass sie ruhig schön in der Ecke bleiben soll. Aber dann hat sie sich so gedacht, lol, ich besuche den Typen mal. So eine Kacke. Hä? Hat sie gerade das komische Geräusch gehört? Als würde irgendwer atmen oder so. So mega strange. Okay, hier wieder zu. Wie sieht es bei Foxy aus? Bei Foxy noch alles zu? Okay. Wir haben... Okay, wir haben gleich 2 Uhr. Aber wir haben 72%. Ey, das ist keine gute Quote, Freunde. Das ist gar keine gute Quote. Okay, die gehen beide wieder. Machen wir wieder auf. Okay, jetzt können wir natürlich gerade ein bisschen Energie sparen. Natürlich keine Frage. Okay. Ganz locker easy. Wir müssen nur aufpassen, wenn Freddy hier runtergerannt kommt. Sobald wir Freddy im rechten Gang hören, müssen wir hier zumachen. Egal, was passiert. Egal, was passiert. Okay, wir haben gleich 2 Uhr. Wir haben bis jetzt noch keinmal wirklich länger als 2 Uhr überlebt. Ne, das ist auch schon ziemlich krass, Alter. Okay, da kommt Bonnie. Warte, ich mache hier gleich Dichte. Und zack. Okay, safe. Da kommt schon wieder Chica. Alter, lasst mich doch in Ruhe. Lasst mich doch in Ruhe. Wir haben gleich 2 Uhr.
Warte. Hier ist wieder safe. Warte, ich mach hier erst zu. Ah ja. Passend. Genau in dem Moment, wo Freddy Geräusche macht. Da können wir die Tür auch ruhig zulassen. Besser ist es. Okay. Oh. Nee. Bonnie bewegt sich. Wow. Das war knapp. Das war knapp. Okay, wir haben jetzt nach 2 65%. Das heißt, wir haben 35% verbraucht, um bis 2 Uhr zu kommen. Das ist viel zu viel. Das ist viel zu viel. 30% wäre okay gewesen. Ab. Ah. Okay, Freddy ist auf jeden Fall da. Wir Foxy noch alles zu. Das ist wenigstens gut. Oh je. Na, wie geht... Alles cool? Ja, okay. Okay, okay. Ich will dich nicht belästigen. Alles schön. Lass mich in Ruhe. Ja, zu. Bye, bye. Oder gehst du? Nein, sie geht nicht. Verdammt. Oh je. Oh je, wir werden es mit der Energie nicht schaffen, Freunde. Niemals. Niemals. Ich werde trotzdem versuchen, diese Nacht so gut wie möglich zu beenden. Vielleicht haben wir noch irgendwie Glück oder so. Vielleicht kriegen wir noch irgendwie... Oh! Ready! Junge! Ich... Oh! Ja, er klopft. Hi! Hau bloß ab! Geh bloß! Oh, Foxy kommt gleich. Ich muss zumachen. Ich muss zumachen. Ist er hier im Gang? Ja, natürlich ist er hier im Gang. Und Chica kommt auch. Hier greift Foxy an. Alles klar. 51%, 25 vor 3. Ganz schlechte Quote. Ganz schlechte Quote. Holy shit. Also solange wir nicht aus irgendeinem Grund auf einmal richtig viel Energie sparen können, werden wir diese Nacht definitiv nicht schaffen, Freunde. Boah, das ist eine richtig schwere fünfte Nacht. Es wird mega schwierig, das hinzukriegen, dass wir das hier schaffen können. Dass wir diese Nacht durchspielen können. Es wird mega schwer. Oh, Freunde, Freddy ist schon wieder hier drüben. Der ist auch richtig auf Achse jetzt, ey. Der hat auch richtig Spaß hier, ich sag's euch. Der macht richtig on Tour. Der, oh, zu. Foxy kommt auch gleich schon wieder. Holy shit. Und wir haben 40%. Und nach 3 erst, also ihr seht es schon, das reicht nicht, ne? Bei 3 Uhr müssen wir mindestens noch 50% haben, um überhaupt eine Chance zu haben. Und wir haben nicht mal mehr 50%. Damn. Manche von euch meinten ja auch, ich mache vielleicht ein bisschen zu oft die Kamera an und manchmal auch die Türen zu früh zu und so. Aber keine Ahnung. Ich habe einfach... Okay, Foxy greift an. Ich habe einfach Schiss, ja? Sagen wir es, wie es ist. Ich habe Angst. Ich habe richtig Angst. Ich habe... Oh, Bonnie ist in den Raum gegangen. Okay, Bonnie war lange nicht mehr in dem Raum. Okay, wie sieht's hier aus? Oh, Freddy. Oh. 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 Fast habe ich die Tür nicht zugekriegt, ey. Holy shit. Okay, aber Chica ist nicht da. Aber ich kann nicht aufmachen. Solange Freddy da ist, können wir hier unmöglich aufmachen. Der ist richtig fies und richtig gemein. Der wird auf jeden Fall hier reinkommen, sobald ich ihm eine Chance dazu gebe. Okay, wir haben 24%. Wir haben noch nicht mal 4 Uhr. Also vom Energielevel her, es wird auf keinen Fall reichen. Auf keinen Fall. Aber ich will trotzdem mal gucken. Nicht, dass die Animatronics so... Keine Ahnung noch... Was ist das gerade für ein Geräusch? Nicht, dass die Animatronics noch irgendwelche merkwürdigen Fertigkeiten entwickeln oder so im späteren Verlauf der Nacht. Oder dass Golden Freddy noch dazukommt. Das würde mir gar nicht gefallen, ja? Da habe ich gar keinen Bock drauf. Bonnie, ne, das siehst du doch auch so, oder? Oder kein Zutritt, Entschuldigung. Oh, Chica ist auch schon wieder da. Holy shit, da... Oh, Freddy auch! Hi. Guten Tag! Macht ihr eine Party oder was? Foxy greift auch direkt nochmal an. Natürlich, 12%, 4 Uhr. Alles klar. Oh, hi! Das ist ja eine richtige Party hier. Da kommt richtig Freude auf. Okay, Freunde. Wir gehen mal gerade noch. Wir gehen, komm, wir gehen einfach. Scheiß drauf. Geh einfach nach hier oben. Was wollen sie denn von mir? Was wollen sie mir denn, ne? Ihr könnt doch eh nichts. Ihr könnt mir gar nichts, ne? Du läufst da rum. Du läufst da hinten rum. Und, oh, kann ich eigentlich auch in den Raum? Wenn Chica da reingeht und ich ihr einfach folge? Wäre das vielleicht möglich? Und hört mal hier oben auf der Bühne, Freunde. Hier ist richtig Totenstille, Alter. Man hört nur so ein bisschen Wind. Warte mal, kann ich da... Ah, nein, ich will es nicht riskieren. Am Ende werde ich noch angegriffen. Da bin ich gar nicht scharf drauf. Okay, wir haben da Chica, wir haben da Bonnie. Foxy macht gerade gar nichts. Freddy wird gleich bestimmt angerannt kommen in unsere Richtung. Wo willst denn du hin? Ey. Ey. Ey, lass mich in Ruhe. Ey, haut ab. Seid ihr Banane? Geht weg. Ich gehe zurück in mein Büro. Das ist mir zu wild hier. Das ist mir zu wild. Wie viel Prozent? Oh, 1%. RIP. Ich gehe. Ich gehe. Tschüss. Bye, bye. Bye. Oh, Freddy, komm. Nee. Okay, er singt jetzt sein Lied, hä? Ja, sing du mal, Freddy. Ja, gib dir richtig, Alter. Bist ein richtiger Musiker, hä? Bist ein richtig feiner Kerl, ne? Du singst so schön. Ich guck ihn mal an. Vielleicht singt er dann länger oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, er singt länger, wenn man ihn anguckt. Ich weiß es nicht. Ja, okay. Ja, okay. Es wird so creepy, wenn er gleich angerannt kommt, ey. Ich scheiß mir garantiert komplett in die Hose.
Oh. Sing bitte noch ein bisschen länger, Freddy. Okay, wir haben nicht mal 5, Alter. Alter, guck mal, wie er angerannt kommt. Warum ist er so schnell? Okay, Freunde, das war's erstmal für diese Folge von Creepy Nights at Freddy's. Ihr seht schon, die 5. Nacht ist auf jeden Fall eine richtige Hausnummer. Ich werde mein Möglichstes tun, um diese Nacht zu beenden. Ich werde auch nochmal versuchen, in diesen Secret-Raum zu kommen, wo die Animatronics oder wo die Endoskelette sind, genau. Und ob wir in die Küche kommen, wenn Chica da reingeht. Vielleicht können wir Chica einfach folgen, das wäre ganz cool. Das würde ich auf jeden Fall noch austesten und gucken, ob wir die 5. Nacht irgendwie hinkriegen. Vielleicht schaffen wir es ja. Aber das war's, wie gesagt, erstmal für dieses Video. Euer Chulver verabschiedet sich. Wir sehen uns natürlich in irgendeinem anderen Video auf dem Kanal wieder. Macht's gut und bis dahin.